Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei der Aktionär TV und willkommen auch an Andreas Deutsch. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind. Ein paar Aktien haben Sie uns mitgebracht, auf die wollen wir jetzt mal schauen. Wir starten hier mit Visa. Richtig. Da gibt es ja auch eine Neuigkeit. Man hat eine Kooperation, ist eine Kooperation eingegangen mit Swatch. Was hat es damit auf sich? Ja, genau. Also es geht um diesen Multimilliardenmarkt kontaktloses Bezahlen. Das ist ja im Moment auch bei den großen Kreditkartenanbietern Mastercard und Visa seit Monaten schon das Thema, dass man hier diese neue Form des Bezahlens, also quasi den großen Schritt in die Zukunft wagt. Und da gab es jetzt diese Meldung, dass Swatch und Visa kooperieren und Swatch eine neue Armbanduhr auf den Markt bringen wird, Anfang 2016 mit dem Namen Bellamy oder Bellamy, weiß jetzt nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall kann man mit der dann auch bezahlen. Also das wird einfach dann immer praktischer. Bis jetzt ist es ja alles über das Handy, über das Smartphone, dass man das an die NFC-Stelle an der Kasse erhält, dann die Zahlungsabwicklung leistet, dann ist es auch sehr bequem und dann baut man das Smartphone auch gar nicht mehr rausholen aus der Tasche, hält man die Uhr dann, fertig ist dann der Bezahlvorgang. Und ich meine, das zeigt eigentlich auch, das ist ein nettes Gimmick, aber es zeigt eigentlich auch im Moment dieses Wettrüsten, wenn man das so sagen darf, in diesem Bereich kontaktloses Bezahlen. Der Weg also einfach weggeht vom Geld, von der Plastikkarte, vom Bargeld und von der Plastikkarte und dann halt, dass man die Sachen, Techniksachen, die man sowieso dabei hat, Uhr, Smartphone, dass man das nutzt. Und da ist Visa jetzt hier in Kooperation mit Swatch dabei. Also ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt hier der mega Bestseller wird, diese Uhr. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass hier nichts ohne die Großen geht, ohne Visa und Mastercard. Man sieht es ja hier auch schön am Chart. Also wir hatten hier diesen Widerstand hier in diesem Bereich bei knapp, das waren so knapp 70 Euro, das ist ja der Eurokurs. Hier der Ausbruch und dann in dieser schönen Markterholung jetzt hier diese doch kurzfristige, deutliche Erholung. 200-Tage-Linie, da gab es dann hier mal ganz kurz diese Tuschierung, aber ansonsten ist es wirklich ein mustergültiger Aufwärtstrend. Hier auf Jahressicht und auf lange Sicht sowieso, der Mastercard-Chart sieht eigentlich ganz genauso aus. Und wenn man sich das auch mal anschaut, wie schwach der Markt eigentlich war oder wie volatil der Markt war, dann ist das hier wirklich sensationell. Jetzt haben wir den Aufwärtstrend seit neuestem nochmal, die Dynamik nochmal angezogen. Genau. Kann es jetzt noch weiter bergauf gehen oder sollen wir erstmal einen Rücksetzer abwarten? Nee, also jetzt sieht der Chart ja wirklich gut nach Kauf aus. Also jetzt würde ich hier auch nicht mehr einen Rücksetzer abwarten. Das ist eigentlich eine Aktie, die kann man auf jeden Fall kaufen. Dann schauen wir mal, ob es ähnlich gut bei der Konkurrenz aussieht. Haben Sie auch schon angesprochen, Mastercard. Auch da sehen wir den Jahreschart. Wie soll man sich hier positionieren? Das ist für mich eigentlich auch ein Kauf. Mir gefällt Mastercard sogar einen Ticken besser als Visa. Auch von der Bewertung her vielleicht da doch noch etwas mehr Potenzial. Aber ich meine, wer jetzt Visa im Portfolio hat, im Depot, der soll jetzt nicht Visa verkaufen und Mastercard kaufen. Also wer jetzt noch keinen Kreditkartenanbieter im Depot hat, der fährt vielleicht damit Mastercard einen Ticken besser. Aber also ich glaube, dass die sich auch nicht mehr so viel nehmen. Potenzial ist auf jeden Fall, Entschuldigung, bei beiden Unternehmen, diese Öffnung in neue Staaten, beziehungsweise dass neue Staaten sich jetzt öffnen, wie zum Beispiel China. Da war ja diese Meldung, dass sie den ausländischen Anbietern da Marktanteile geben wollen. Und davon profitieren natürlich die großen Mastercard, Visa enorm. Vor allem muss man ja auch sehen, dass der Markt sehr eng ist. Also es gibt ja im Grunde die zwei, die sich da das aufteilen, die Technik bereitstellen. Und American Express ist ja ein Unternehmen, was in Vorleistung geht. Also Kredite gewährt und die beiden machen nur die Technik. Jetzt sind wir knapp unterm Jahreshoch. Genau. Was denken Sie, wie weit geht es in diesem Jahr vielleicht noch aufwärts? Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich denke mal, das ist ja der Eurokurs, die 100 könnten wir dann schon sehen. Es war natürlich immer so eine zähe Veranstaltung. Da stand ich ja oft dann auch hier und habe gesagt, hier, bald könnte es dann sein, dass der Seitwärtstrend dann gebrochen wird. Hier gab es dann auch das Fehlsignal. Hier immer noch trotzdem noch eine Konsolidierungsphase. Hier dann der komplette Rücksetzer wieder dann mit der Konsolidierungsphase im September. Dann ging es hoch, das Signal über die 200-Tage-Linie ist konsolidiert, die Aktie wieder leicht. Soll man sich aber keine großen Sorgen machen. Also ich finde trotzdem immer noch, dass diese Konsolidierungsphase oder wenn man dann mal die Möglichkeit hat einer Korrektur, dass man die dann auch zum Kaufen nutzt. Gut, dann schauen wir auf den nächsten Wert, den Sie mitgebracht haben. Ja. Wells Fargo ist richtig, es. Genau. Auch
eine der Aktien, die Sie öfter mit dabei haben. Wie sollte man sich hier momentan positionieren? Das ist für mich auch ein Kauf. Also Wells Fargo, da gab es ja letzte Woche die Prognose von Goldman Sachs. Die klang ja überhaupt nicht gut. Also Goldman Sachs geht eigentlich von einem relativ durch oder von einem schwachen Aktienjahr aus. Am Ende des Jahres wird der S&P 500 laut Goldman Sachs beim Stand von jetzt, also den Status quo, dann wieder erreichen. Volatilität, da gab es mehrere Gründe für, zum Beispiel der fehlende Rückenwind der FED. Also die Goldman Sachs geht also davon aus, dass es 4 Zinserhöhungen geben wird, insgesamt um 1 Prozentpunkt. Und das wird natürlich dann auf die Aktienmärkte treiben. Ein Punkt auch, der gegen Aktien spricht, laut Goldman Sachs ist der starke Dollar, der gegen US-Aktien spricht, es ging also um den amerikanischen Markt. Starke Dollar, der nächstes Jahr laut Goldman Sachs noch weiter zulegen wird. Dann hat man die Profiteure gesucht, die von dem starken Dollar profitieren werden. Wells Fargo macht das komplette Geschäft in Amerika, in den USA. Und deswegen ist es jetzt auch eine Bank, die von schwächeren Währungen wie dem Euro nicht darunter leiden wird. Wir haben bei 53,80 das Jahreshoch. Jetzt sind wir fast wieder auf diesem Niveau angekommen nach dieser kleinen Schwächephase. Ja. Werden wir es durchbrechen und wie weit können es dann aufwärts gehen? Gute Frage. Also ich denke mal, wenn hier die Marke fällt, dann haben wir auf jeden Fall hier erstmal den Weg nach oben offen. Und ich kann mir dann auch schon vorstellen, dass wir dann im Dezember, weiß ich nicht, aber Januar dann schon die 60-Euro-Marke sehen werden. Wir haben natürlich jetzt diese Hoffnung auf die Jahresendrallye und die wird dann auch in Amerika bestimmt nicht ausfallen, wenn sie denn kommt. Und da ist Wells Fargo, ich meine, das ist ein Top-Bankwert. Noch günstig bewährt, also sie ist nicht mehr so ganz so günstig hier wie meine exotische Umqua Holdings, die ich da zuletzt mit hatte. Aber das ist auf jeden Fall eine Aktie, die stark wächst. Gute Zahlen, Milliardengewinne erwirtschaftet Quartal für Quartal. Auf jeden Fall im Finanzsektor wirklich ein Schmankerl. Apropos Finanzsektor, wir blicken nach Deutschland auf die Deutsche Bank. Müssen wir ja. Richtig. Wir haben jetzt 3 Aktien gesehen, wo die Aktie deutlich über der 200-Tage-Linie notiert hat. Hier ist eher das Gegenteil der Fall. Ja, die Deutsche Bank. Das ist ein Problemkind. Ich meine, John Crine ist lang genug im Geschäft, der neue Chef der Deutschen Bank. Der wird wissen, was er da für Aufgaben hatte. Und ich glaube jetzt nicht, dass er dann hier Meldungen abgibt von wegen, oh, das habe ich mir aber dann deutlich einfacher vorgestellt. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe, die er da übernommen hat. Es wird Zeit dauern. Die Frage ist, gibt die Börse der Deutschen Bank diese Zeit? Also meiner Meinung nach wird es darauf ankommen, dass er immer wieder Erfolgsmeldungen liefert. Also dass man wirklich hier mal schaut von Quartal zu Quartal, dass man vorankommt mit dem Umbau, dass der Aufsichtsrat, das ist auch ganz entscheidend, dass Paul Achleitner ihm da weiter den Rücken stärkt. Das hat er ja jetzt auch gemacht, sonst hätte er ihn auch nicht holen brauchen. Also offensichtlich hier wirklich freie Fahrt für John Crine. Und wenn es dann immer wieder positive Meldungen geben wird, und die Zahlen natürlich, am Ende zählen die Zahlen. Wenn die Quartalszahlen dann auch mal besser ausfallen als erwartet, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Aktie dann im kommenden Jahr schon mal dann diesen Turnaround anfängt. Aber er hat ja von 2 Übergangsjahren gesprochen, von 2 nicht einfachen Jahren, die da jetzt anstehen. Und normalerweise sagt man ja an der Börse 6 bis 9 Monate in die Zukunft gesehen. Also wenn man hier mehr Geduld brauchen wird, dann wird das auf jeden Fall auch eine volatile Veranstaltung bei der Deutschen Bank, bei der Deutschen Bank Aktie. Sie haben gesagt, nächstes Jahr könnte der Turnaround kommen. Das heißt, jetzt momentan abwarten, gar nichts tun bezüglich der Aktie. Und naja, sie ist ja letztens unter unseren Stoppkurs gefallen. Ich meine, wenn man das Unternehmen analysiert, es gibt ja viele Analysten, die das Unternehmen sich angeschaut haben, das Unternehmen anschauen. Und die sagen ja auch, eigentlich ist die Deutsche Bank mehr wert. Das heißt ja auch, dass viel Negatives im Kurs eingepreist ist. Also wir haben ja auch einen Kurs hier von 40 Euro, den fairen Wert von 40 Euro. Die Börse sieht das im Moment halt nur anders. Und das ist immer noch dieser Punkt, dass dieses Potenzial gehoben werden muss. Und ich glaube, dass John Crine hier der richtige Mann ist, aber es wird länger dauern. Und das muss man dann einfach mal einsehen. Also die Aktie ist unter den Stoppkurs gefallen und deswegen ist die Aktie im Moment auch dann für uns eine Verkaufsposition. Und so ist es. Schauen wir bei der Commerzbank, oder schauen wir auf die Commerzbank, die Konkurrenz. Ja. Wie sieht es denn hier aktuell aus? Besser.
besser als bei der deutschen Marke. Ja, auch nicht so, viel, nicht so schwer besser. Ja, das stimmt stehen. Schon. Also wir haben natürlich auch hier noch einen Abstand zur 200-Tage-Linie. Den werden wir dann, ja, es ist schwer, ob wir den dieses Jahr noch sehen werden. Aber es ist charttechnisch auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Wir hatten ja hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend, den Bruch des Abwärtstrends. Wir haben hier eine schöne Aufwärtsbewegung, gut im Moment konsolidiert die Aktie da. Also ich habe die Aktie in diesem, in der Mission 10% plus, bin damit vorne, und also ein gutes Stück vorne. Das liegt jetzt nicht unbedingt an meinen mega tollen Trading-Qualitäten, würde ich jetzt mal nicht mit Eigenlob sagen, sondern es liegt eher daran, dass der Markt sich hier auch mal eine Commerzbank-Aktie rauspickt, in weiser Voraussicht, dass man hier die Jahresendrallye antizipiert, weil Mario Draghi ja sehr, sehr wahrscheinlich nochmal die Geldschleusen öffnet. Und man hat sich in den letzten Jahren hier, wenn man Trader war, mit der Commerzbank ganz gut gestellt. Und deswegen haben wir die Aktie ausgewählt im Gegensatz zur Deutschen Bank. Und man hat ja hier auch in den letzten Quartalen schon immer wieder gute Fortschritte gesehen. Das ist ja das, was bei der Deutschen Bank halt immer noch fehlt. Also im Grunde, man kann es ja, wenn man es sich zeitversetzt betrachtet, ist die Commerzbank da, wo die Deutsche Bank vielleicht erst in einem Jahr ist. Also es ist schwierig anzusehen, aber auf jeden Fall aus Trading-Gesichtspunkten kann man hier bei der Commerzbank zugreifen. Dann sage ich besten Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Andreas Deutsch, und auch danke Ihnen fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.